Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Fimo-Tutorial. Heute mal nicht was klassisches, Kawaii-mäßiges, sondern ein bisschen was auch vielleicht für die Jungs. Und zwar möchte ich gerne mit euch zusammen diesen T-Rex oder diesen Dino machen. Ihr könnt ihn natürlich auch abwandeln und in ganz anderen Farben machen oder so ein bisschen mehr Kawaii hineinbringen, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt hier die Farbe True Green oder True Grün, was irgendwie eine komische Farbbezeichnung ist, habe ich jetzt hier genommen. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gerne ganz andere Farben dafür benutzen. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor, da mal zum Beispiel auch mal einen pinken Dino zu machen. Und zwar habe ich jetzt erstmal mit dem Kopf angefangen und die Kopfform ist erstmal ein etwas länglicher Tropfen, also ein bisschen langgezogene Kugel eigentlich, die vorne jetzt aber nicht ganz so spitz zuläuft, sondern ein bisschen platter ist. Deswegen habe ich das so ein bisschen an den Seiten versucht und von oben platt zu drücken. Und ich habe gleichzeitig versucht, zum einen von den Seiten schon mal so ein bisschen zu kennzeichnen, wo ich die Augen haben will. Und oben auf dem Kopf, zwischen den Augen, habe ich auch noch mal mit meinem Finger, ihr könnt aber auch gerne einen Modellierstab oder etwas Ähnliches benutzen, habe ich noch so eine Art Kuhle reingedrückt, damit dann später die Augenbrauen noch so ein bisschen besser zur Geltung kommen, sage ich mal. Damit ich weiß, wo ich dann später meine Augen platziere, habe ich noch ein Dotting-Tool genommen und habe da die Augenhöhlen schon mal mir so quasi eingedetscht. Ihr müsst das nicht unbedingt machen, ihr könnt auch das schwarze Fimo dann später direkt einfach oben drauf malen oder ihr könnt auch die Augen aufmalen, wenn euch das leichter fällt. Ich finde, mir gelingt das auf diese Art dann doch irgendwie am besten, dass ich dann auch mit dem Ergebnis zufrieden bin. Und dann habe ich jetzt hier auch schon angefangen, den Mund zu formen. Dafür habe ich mir einen Modellierstab genommen. Ich habe da immer so ein bisschen abgewechselt. Ihr könnt den Modellierstab nehmen, ihr könnt ein Dotting-Tool nehmen, ihr könnt auch einen Zahnstocher nehmen, ihr könnt auch ein Messer nehmen, allerdings dann vorsichtig natürlich. Und da habe ich einfach nur die Mundform mir quasi aufgemalt oder eingeritzt. Ich habe am Anfang erst die Mundwinkel nach oben, das so gemacht, dass die Mundwinkel nach oben gucken. Ihr seht aber später noch, dass ich da noch ein bisschen meine Meinung geändert habe und sodass dann doch die Mundwinkel dann nach unten hängen, damit der T-Rex so ein bisschen grimmig guckt. Wie gesagt, das seht ihr dann später noch. Auf jeden Fall habe ich dann hier mit einem Modellierstab den Unterkiefer, wenn man so will, ein bisschen nach innen gedrückt, nach hinten gedrückt, sodass das Ganze ein bisschen mehr Dimension bekommt, einfach, dass sich der Oberkiefer ein bisschen mehr abhebt. Das ist jetzt natürlich Geschmackssache, wie man das machen möchte. Ihr müsst das nicht so stark machen. Ich würde euch auch empfehlen, macht das nicht zu extrem, übertreibt das nicht, aber so ein bisschen finde ich, wenn man das macht, dann wirkt das doch schon ganz cool. Und dann habe ich jetzt, wie ihr hier seht, einfach mit ganz normaler schwarzer Modelliermasse die Augen reingedrückt und ich wollte unbedingt noch, dass, wie gesagt, mein T-Rex diesen grimmigen Look bekommt. Ihr müsst das natürlich nicht machen, vor allem wenn ihr einen Kawaii-Dino macht. Es ist bestimmt auch super süß, wenn ihr da ein lachendes Gesicht quasi drauf modelliert. Aber eben, um diesen grimmigen Look zu verstärken, habe ich die mit einem Dotting-Tool, beziehungsweise man kann auch einen Modellierstab nehmen, die Augen so ein bisschen an der Oberseite schief gedrückt, wenn ihr das jetzt irgendwie versteht, wie ich das Ganze meine. Und dann zusätzlich wollte ich noch so ein paar kleine Augenbrauen anbringen. Auch das verstärkt dann eher den grimmigen Look, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ihr könnt das jetzt auf mehrere Arten machen. Ich habe jetzt einfach so ein kleines Würstchen gerollt und habe die einfach drauf gesetzt, ein bisschen über das Auge drüber. Wie gesagt, dass das eben vorne spitz zuläuft. Dass der Dino dann eben ein bisschen grimmiger guckt. Ihr könnt das jetzt noch verblenden, wenn ihr möchtet, mit dem restlichen Kopf. Ich fand das eigentlich so ganz cool. Das ist dann so ein bisschen mehr Comic-mäßig, wenn das dann eine klare Abgrenzung hat. Deswegen habe ich das jetzt hier nicht verblendet. Und dann habe ich auch gleich noch die Nasenlöcher gemacht. Auch das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich fand es eigentlich ganz passend. Und habe mir einfach zwei kleine Kügelchen gerollt und dann mit meinem Dotting-Tool einfach nur eingedrückt das Nasenloch. Ja, hier seht ihr jetzt, wie ich dann, wie gesagt, beim Mund nochmal meine Meinung geändert habe und die Mundwinkel nochmal nach unten quasi verschoben habe. Und das Ganze habe ich dann noch so ein bisschen verstärkt, also die Dreidimensionalität, sage ich einfach mal. Also das heißt, dass ich den Unterkiefer nochmal so ein bisschen nach hinten oder nach innen mit meinem Modellierstab gedrückt habe.
Wichtig ist nur, dass keine harten Kanten entstehen. Also mir zumindest ist das immer ganz wichtig, dass das nicht irgendwie komisch aussieht. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie eine harte Kante drin habt, das kann ja mal passieren, mit einem Modellierstab oder mit einem Messer oder mit dem Dotting-Tool, dann ja, könnt ihr einfach eure Hände oder vorsichtig eure Finger benutzen und das Ganze vorsichtig verblenden. Und dann sind wir eigentlich soweit auch schon mit dem Kopf fertig. Jetzt kommt der Körper dran. Damit ich jetzt den Schwanz nicht irgendwie umständlich an den Körper dranblenden muss, mache ich das oft sehr gerne so, dass ich bei solchen Figuren den Schwanz gleich mitmodelliere an den Körper dran. Also ich mache erst eine sehr langgezogene Tropfenform und knicke dann quasi den Oberkörper oder den Körper nach oben hinweg, sodass das dann ja trotzdem den Schwanz hinten dran hat. Und was ich hier auch noch mache, also ihr könnt den Körper natürlich so langgezogen machen, wie euch das gefällt. Ich wähle da meistens immer so ein Mittelmaß. Und was ich auch immer noch ganz gerne mache, sind die Oberschenkel ausarbeiten, indem ich einfach oben das Ganze so ein bisschen zwischen meinen Fingern drehe, dass das oben ein bisschen schmaler wird und zusätzlich noch am Bauchbereich mit meinem Daumen meistens oder mit einem Finger vorsichtig so eine Art Kuhle reindrücke. So, und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Arme und die Füße und dafür nehme ich auch wieder dieses grüne Fimo und rolle mir so Tropfenformen aus und mit einem Messer mache ich jetzt einfach nur ganz normal 3 Schlitze hinein und versuche mit meinem Finger vorsichtig, das ist jetzt ein bisschen Gefummel, ihr könnt ja mal schauen, ob ihr das vielleicht mit einem Modellierstab besser hinbekommt, versuche ich die Fingerspitzen oder die Tatzen vorne so ein bisschen spitzer zu machen, einfach weil es natürlich zu einem T-Rex ganz gut passt. Und das Ganze kann ich ja dann schon mal vorsichtig an den Dino anbringen, nur mal um zu gucken, ob die Länge passt. Also da müsst ihr einfach mal schauen, dass ihr die Arme nicht zu lang und nicht zu kurz macht. Wobei natürlich realistisch gesehen ein T-Rex sehr kurze Arme hat. Von daher würde das auch passen, wenn ihr da so Stummelärmchen macht. Sähe bestimmt auch sehr cool aus. Ja, für die Füße gilt genau dasselbe, einfach platte Tropfenformen, die ich dann vorne auf die gleiche Art und Weise eingeritzt habe. Jetzt möchte ich noch ein bisschen dem Bauch ein bisschen Farbe geben. Das ist jetzt natürlich wirklich Geschmackssache, welche Farbe man da hier benutzt. Ich habe jetzt hier mal ein knalliges Orange genommen, weil ich dachte, das ist so eine schöne Knallfarbe, die ganz gut da reinpasst. Und ich habe mir einfach die orangene Modelliermasse dünn ausgerollt und habe mir das dann mit meinem Messer ausgeschnitten. Einfach so ein, Tropfenform kann man das ja schon fast nicht nennen, aber ich denke mal, ihr könnt die Form im Video, dem Video ganz gut entnehmen. Und das Ganze habe ich dann einfach vorsichtig auf den Körper aufgedrückt. Und da müsst ihr einfach mal schauen, wie breit oder wie schmal oder wie hoch ihr das Ganze machen möchtet. Ich war eigentlich so mit der Breite ganz zufrieden. Und um das Ganze noch so ein bisschen zu texturieren, habe ich meinen Modellierstab genommen und da noch vorsichtig solche Rillen reingeritzt. Ihr könnt natürlich auch mehr Rillen machen oder weniger Rillen machen oder ihr könnt das auch komplett lassen, wenn ihr möchtet. Aber ich fand es so eigentlich ganz schön und dann habe ich angefangen, die Arme und die Füße dann auf dem Körper zu platzieren. Da müsst ihr auch mal schauen, ob ihr nicht vielleicht die Hände so ein bisschen asymmetrisch anbringen möchtet. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn zum Beispiel der eine Arm nach oben ist und der andere Arm nach unten hängt, dass das eben nicht ganz symmetrisch aussieht. Dadurch wirkt dann eure Figur noch so ein bisschen lebendiger mit einem sehr simplen Trick, ohne dass ihr irgendwie großen Aufwand treiben möchtet. Das nur mal so ein bisschen als kleine, Inspiration oder, wie soll man das sagen? Ihr wisst, wie ich das meine. Auf jeden Fall können wir dann jetzt schließlich noch unseren Kopf mit dem Körper verbinden. Ich mache das ja immer ganz gerne mit einem, mit einem Kettelstift. Den stecke ich immer zuerst von oben durch und dann nochmal von unten. Und dasselbe mache ich dann auch nochmal mit dem Kopf. Wichtig ist, wenn ihr das mit dieser Technik macht, dass ihr das wirklich möglichst senkrecht reinstecht. Deswegen lege ich das immer ganz gerne auf den Boden und steche das wirklich ganz vorsichtig durch. Nehmt auch nicht zu viel Druck, weil sonst zermatscht euch das Ganze. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen Übungssache. Wie gesagt, ich mache das mit der Technik sehr gerne und vor allem, wenn ich einen Kettelstift benutze, weiß ich auch ganz genau, dass mir meine Figur, wenn ich sie irgendwo dranhänge, dass sie dann auch nicht abfällt von meinem Eyepin. Was jetzt noch fehlt, sind die Zähne. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Man kann die Zähne natürlich auch sehr gerne aufmalen. Ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, die Zähne mal drauf zu modellieren, weil ich das eigentlich wirklich so gut wie gar nicht, glaube ich, gemacht habe oder sehr selten zumindest, dass ich mich wirklich nicht wirklich dran erinnern kann. Auf jeden Fall habe ich mir hierzu auch wieder eine ganz dünne Platte weißes Fimo ausgerollt und habe das dann einfach
ja, so dreiecksförmig zurechtgeschnitten und das Ganze dann noch ein bisschen gekürzt. Und das sind dann einfach die Zähne. Fällt gar nicht auf, dass das nur platt ist und nicht dreidimensional. Also wer möchte, kann das natürlich auch irgendwie rollen. Aber ja, ich fand, das war hier nicht nötig. Und das Ganze habe ich dann einfach nur angebracht. Ich fand das jetzt ganz schön, nicht überall Zähne anzubringen, sondern ich habe einfach nur quasi hinten zwei Zähne jeweils und vorne dann noch einen Zahn oder beziehungsweise zwei Zähne dann noch hingemacht. So fand ich das dann eigentlich ganz schön. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gerne den kompletten Mund mit Zähnen machen, aber ich finde, so hat das völlig ausgereicht. Das Ganze habe ich dann im Ofen nach Packungsanweisungen gebacken. Also Fimo muss man ja backen, das vergesse ich manchmal in Videos zu sagen, aber ihr müsst Fimo, weil das eine ofenhärtende Modelliermasse ist, backen. Und danach male ich das an mit Acrylfarbe noch, um quasi noch den letzten Feinschliff zu geben. Ihr könnt das Ganze auch vor dem Backen anmalen, das ist eigentlich total egal. Nur ich mache es persönlich immer sehr gerne nach dem Backen, weil ich mir dann sicher sein kann, dass ich nicht aus Versehen irgendwas zermatsche. Und ich nehme ganz normale Acrylfarbe. Ich habe dem Dino jetzt noch so ein paar Flecken gegeben. Ihr könnt dem Dino auch weiße Flecken geben. Das sieht bestimmt auch ganz cool aus. Ich habe mich jetzt hier für olivfarbene und schwarze Flecken entschieden. Und das Ganze habe ich dann, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber das habe ich noch lackiert. Ist ja eigentlich auch sehr einfach. Ihr nehmt einfach den Fimo-Lack zum Beispiel und ja, einen Pinsel und lackiert das Ganze einmal grob, damit da auch nichts kaputt geht und damit der Dino einen sehr schönen Glanz bekommt. Und dann ist euer Dino auch schon fertig. Das Ganze könnt ihr dann als Schlüsselanhänger zum Beispiel verwenden oder an euer Federmäppchen dran machen oder ja, was euch auch immer einfällt. Ihr könnt es natürlich einfach nur als Standfigur in euer Regal oder sowas stellen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Es war mal stilistisch ein bisschen was anderes, nicht so dieses typische Kawaii-mäßige. Aber ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool, auch mal ein bisschen was, ja, in Anführungszeichen, männlicheres zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht möchtet ihr das ja auch mal ausprobieren. Wie gesagt, wenn euch eher der Kawaii-Look gefällt, dann verpasst dem Dino einfach einen Kawaii-Look. Geht auch ziemlich einfach mit wenigen Veränderungen dran. Ansonsten, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln oder vielleicht hattet ihr auch einfach nur Spaß beim Zusehen von dem Video. Und ich freue mich, von euch zu lesen und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!